Hallo, herzlich willkommen zu unserem Video Hinführungsideen mit allen Sinnen. Sehen, riechen, fühlen und hören. Diese sollen spannend und motivierend für die Kinder sein. Liebe Kinder, heute beginnen wir mit dem Thema. Satz mit X, das war wohl nix. Wir zeigen euch jetzt, wie es richtig geht. Los geht's! Liebe Kinder, ich habe euch heute was mitgebracht. Ein motivierender Einstieg ist wichtig, weil die Kinder zum Mitmachen angeregt werden, es die Begeisterung für das Angebot weckt, die Kinder einen ersten Einblick in das Angebot bekommen, die Kinder aktiv mitwirken können, sich die Kinder auf das kommende Angebot einlassen können und die Kinder zum Mitdenken angeregt werden. Kinder entdecken und erforschen ihre Welt mit ihren Sinnen. Bei diesem aktiven Prozess des Wahrnehmens begreifen die Kinder die Welt in ihrer Differenziertheit und versuchen sich darin zurechtzufinden. Wir zeigen euch jetzt zu jedem Sinn mögliche Einstiege zur pädagogischen Umsetzung. Dies kann man mit wenig Aufwand auf jedes Thema anpassen. Weil wir nicht bis morgen hier sitzen wollen, haben wir uns für 4 Thematiken entschieden. Diese sind Pinguin, Weihnachten, Herbst und Fahrzeuge. Nun beginnen wir mit der visuellen Wahrnehmung. Durch das Sehen nehmen Kinder Gegenstände und Materialien wahr. Sie können sich unter einem Begriff oder einem Thema etwas Bildliches vorstellen. Beim Thema Pinguin eignet sich zum Beispiel eine Spielfigur eines Pinguins, ein Bild einer Eislandschaft oder ein Bilderrätsel mit einer Schneeflocke, bei dem immer nur ein Teil des Bildes aufgedeckt wird. Es geht weiter mit der olfaktorischen Wahrnehmung. Der Geruchssinn ermöglicht den Kindern Orientierung in ihrer Umgebung und ermöglicht ihnen eine Zuordnung zu verschiedenen Bereichen. Zum Thema Weihnachten kann man den Kindern den Duft einer Kerze, einen Tannenzweig, Zimt oder Kinderpunsch erfahren lassen. Als nächstes folgt die taktile Wahrnehmung. Der Tastsinn ermöglicht den Kindern ein Gefühl für Formen und Eigenschaften von verschiedenen Gegenständen und Materialien. Zum Thema Herbst würde sich eine Fühlkiste eignen, in der sich Materialien zum jeweiligen Thema befinden, wie zum Beispiel Nüsse oder Blätter. Die Materialien können aber auch unter einem Tuch oder in einem Beutel ertastet werden. Als letztes stellen wir euch noch Beispiele zur auditiven Wahrnehmung vor. Die auditive Wahrnehmung ermöglicht den Kindern die Zuordnung der Geräusche zur Umwelt sowie die Orientierung im Raum. Zum Thema Fahrzeuge bietet es sich an, Geräusche von Autos, einem Flugzeug, einer Fahrradklingel oder einem Zug abzuspielen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wir konnten euch damit weiterhelfen. Lasst gerne ein Abonnement und einen Like da. Danke für eure Aufmerksamkeit.